Die Pfarrgemeinderäte im Sendungsraum haben sich dieses Wochenende getroffen, um über die Zukunft zu sprechen. Und wir haben ein sehr schönes Wochenende verbracht, auch ein, in dem wir gut gearbeitet haben, wie ich finde, und wo wir auch was entwickelt haben, das uns in die Zukunft trägt. Ich bin da ganz zuversichtlich. Wir haben eine sehr angenehme Atmosphäre, eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit und das Wichtigste ist, wir sind im Glauben an Jesus Christus vereint und das bildet die Grundlage für eine weitere sehr schöne und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Um für die Zeit nach Corona auch für den Sendungsbereich uns mal Gedanken zu machen, wie die Zukunft auszusehen hat oder wie sie aussehen könnte. Es war sehr erfolgreich, sehr schön. Es hat uns gezeigt, dass alle Entscheidungen nicht von oben gekommen sind oder bestimmt, sondern von den Gemeinden. Und es war sehr schön. Und wir machen weiter. Gottes Gnade und Gottes Geschenk zu verbreiten. Wir machen gerade eine Pause bei unserem Pfarrgemeinderatswochenende, was wir auf Sendungsbereichsebene das erste Mal machen. Und wie ihr seht, diese Diskussionen sind hitzig. Ich sitze vor offenem Fenster. Die Luft ist aber nicht dick, sondern einfach nur verbraucht von vielen sehr fruchtbaren Diskussionen. Ich sage euch, das gibt was. Trotz Maske. Ja, ich fand es toll hier an dem Wochenende. Schöne Gemeinschaft und motivierte Mitchristen und Christinnen zu sehen, fand ich sehr ermutigend. Und ich denke mal, der Heilige Geist muss ja sowieso alles regeln und der weht ja auch trotz Corona. Von daher bin ich da guten Mutes. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben eigentlich herausgefunden, dass wir die Gemeinschaft haben, den Glauben und wir haben alle Mut, aufzustehen und weiterzumachen und gemeinsam jetzt uns auf den Weg zu machen. Dass bei all unseren Aktivitäten Jesus derjenige ist, der uns Grund für unsere Schritte, der uns Kraft für unseren Weg und der uns Ziel für unser Bestreben, unsere Arbeit.